Als unterirdischer Raum mit einem Durchmesser von 2 bis 3 Kilometern. Leben von woanders, wo hat dies fast wie einen Flughafen gewählt. Von den Füßen hinauf bis zum Bauchnabel ist es eine voll entwickelte männliche Form. Aber darüber ist es völlig lichtdurchlässig. Sein Problem war, dass er in dieses Sonnensystem nur zu bestimmten Zeiten eintreten konnte. Sie wollen mich minus meinen Körper. Es wäre schön, eines Tages hineinzugehen und zu sehen, was zum Teufel. Von jetzt an ist alles, was ich sage, reine Vermutung und Legende. Bei allem, was ich von nun an sage, sind wir uns nicht zu 100% sicher. Wir schauen es uns nur an. Eine Sache ist klar. Hier, dabei sind wir uns zu 100% sicher. Es gibt eine ungeheure Anzahl an Aktivitäten in dem See. Und diese Aktivität ist, die Natur dieser Aktivität ist solcher Art, dass sie nichts mit dem zu tun hat, was wir als Leben auf diesem Planeten kennen. Es ist etwas völlig anderes. Es ist Leben, aber nicht wie wir es kennen. Ich würde Manasarovar nicht als spirituellen Ort bezeichnen, weil Spiritualität aus einem menschlichen Wesen heraus ist. Diese Wesen, wenn man sie so nennen kann, ich weiß nicht, wie wir sie nennen können, ob wir sie Wesen oder Dinge oder Kreaturen oder was nennen. Wir haben keine Worte für Dinge oder Geschehnisse, die nicht zu unserem Erfahrungsbereich gehören. Sie gehören nichts an, was wir als Leben kennen. Aus Mangel an Worten werden wir sie also erst einmal Wesen nennen. Ihre Natur hat nichts damit zu tun, wer wir sind und was wir sind, auf dieser Ebene zumindest. Das ist also nicht wirklich ein spiritueller Ort, aber irgendwie Leben von anderswoher hat diesen Ort gewählt, fast wie einen Flughafen. Sie landen einfach, starten in einem enormen Tempo. Das ist einfach verrückt. Das hält keiner Vernunft stand. Warum wird seit Millionen von Jahren ein bestimmter Ort auf dem Planeten von Leben genutzt, das hier nicht hingehört? Warum? Und warum am selben Ort? Und warum schon so lange? Why? Der Grund, warum Kailash seit jeher als Wohnstätte vieler großartiger Wesen gilt, liegt darin, dass viele großartige Wesen sich dafür entschieden haben, ihre Arbeit in Kailash zu hinterlegen, ihre Arbeit zu bewahren. Starting from Shiva himself. Angefangen von Shiva selbst. And the first of the Tirthankars. Über den ersten der Tirthankars. And two of bis hin zu zwei der größten buddhistischen Lehrer. All diese Menschen wählten Kailash Parvat als Ort, um ihre Arbeit zu bewahren. Wenn ich vom Bewahren von Arbeit spreche, dann ist es für die meisten Mystiker auf diesem Planeten bis heute
in all den Tausenden von Jahren ein großes Glück, wenn sie 1 oder 2% ihrer Arbeit mit den Menschen um sie herum teilen können. Die meisten von ihnen haben nicht einmal dazu Gelegenheit. Daher wählten sie immer einen Ort, der nicht allzu sehr von Menschen frequentiert wird. Gleichzeitig ist es für diejenigen, die hingehen möchten, zugänglich. Kailash ist ein solcher Ort. Er ist nicht völlig unzugänglich, aber schwierig genug, um viele Menschen zu entmutigen. Es gibt viele, viele solche Orte, aber in Bezug auf das Volumen und die Vielfalt, die in Kailash hinterlegt wurde, ist es der Ort. Deshalb ist es als Wohnstätte von Shiva bekannt, nicht weil man ihn findet, wenn man irgendwo in den Felsen gräbt, sondern weil alles, was er wusste, dort in einer bestimmten Energieform hinterlegt wurde. Alles, was für uns also wertvoll ist, in seinem Leben, aus seinem Leben, ist hier. In diesem Sinne ist er also hier lebendig. Er lebt immer noch hier, da er als Energieform lebendig ist. Viele Wesen sind dort lebendig, aber du solltest dir nichts vorstellen, denn das Erste, was den Leuten passiert, die zu Kailash gehen und zu Manasarovar kommen, ist, dass sie in den Himmel schauen. Siehst du dort Shiva und Parvati? Verpasst nicht den Bullen. So Manasarovar. Manasarovar ist also bedeutsam, weil es ist kulturell bedeutsam, weil wann immer Shiva, er ist eine Art vagabundierender Familienmensch. Er geht weg. Also seine Frau, Parvati, anstatt in Kailash zu leben, kommt sie hier herunter, weil dort alles zugefroren ist. Sie kommt hier herunter. Immerhin gibt es hier kaltes Wasser. Sie lebt also hier größtenteils. Ich möchte, dass du dir vorstellst, dass du die einzige Frau bist, die am Ufer des Manasarovar-Sees sitzt. Nichts ist hier. Sie möchte ein Baby haben. Sie ist nicht in der Lage, ein Kind zu bekommen, weil Shivas Samen nicht menschlich ist. Es ist also klar, dass sie mit ihm kein Baby bekommen kann, aber wenn sie allein ist, wenn sie mit ihm zusammen ist, geht es ihr gut. Wenn er für längere Zeit weg ist, haben ihre mütterlichen Instinkte die Oberhand gewonnen. Sie will ein Baby haben. Also schmierte sie sich eines Tages von Kopf bis Fuß mit Sandelpaste ein, wartete eine Zeit lang und schälte dann langsam die gesamte Sandelpaste ab. Wenn man das macht, löst sich ein gewisser Teil der Haut oder der Zellen ab. Indem sie das machte und ihre tantrische Kraft einsetzte, formte sie die Gestalt eines Babys und hauchte ihm Leben ein. Ein netter kleiner Junge kam und sie war sehr glücklich in der Gesellschaft dieses Jungen. Und er wuchs heran, nur die beiden, niemand. Und Parvati möchte ein Bad nehmen. Also errichtete sie eine kleine Barriere und bat den Jungen, darauf zu achten, dass niemand in diese Richtung kommt. Der Junge nahm diese Aufgabe also als eine sehr, er ist sehr stolz darauf, seine Mutter zu beschützen. Er ist in dieser Verfassung. Und Shiva und seine Freunde kamen an. Er will also seine Frau sehen. Er kommt in diese Richtung und der Junge hält ihn an und fragt ihn, wer bist du? Shiva dachte, oh, du fragst mich, wer bist du? Mit einer kurzen Bewegung seines Schwertes schlug er den Kopf des Jungen ab und ging, um Parvati zu sehen. Er war sehr glücklich, seine Frau nach 12 Jahren wiederzusehen, aber die Frau sah Blut auf seinem Schwert und sie schrie. Und er bekam alles ab. Dann weiß er nicht, was er tun soll. Er dachte, nach 12 Jahren bekommt er einen großartigen Empfang. Hier flippt sie wegen ihm aus. Sie sagte, du musst ihn wieder zum Leben erwecken. Also schaute er sich um und der Anführer der Ganas fragte ihn, was? Er sagte, in Ordnung. Also schlug er ihm den Kopf ab und setzte ihn auf den Kopf des Jungen. Die erste Kopftransplantation.
Der Junge hatte also jetzt einen menschlichen Körper und einen Ghana-Kopf, den Kopf des Häuptlings der Ghanas. Und er hatte ein Körperteil, das ohne Knochen war, ein knochenloses Körperglied. So wurde er ein Ganapati, das Oberhaupt der Ghanas. Irgendwann haben Künstler aus Shivakashi in Tamil Nadu, weil sie noch nie einen Ghana gesehen hatten, aber der Ort war voller Elefanten, ein knochenloses Körperteil bedeutet, dass sie sich nichts anderes als einen Elefanten vorstellen konnten. Also haben sie daraus langsam einen Elefanten gemacht. Was auch immer sie tun, sogar heute noch, nennt ihn jeder nur Ganapati. Niemand nennt ihn Gajapati, okay? Er ist Ganapati. Er ist der König oder der Anführer oder das Oberhaupt der Ghanas.